Ja, hallo, ich bin der Vari und ich bin gerade dabei, meine neue Kamera zu testen. Eine Actioncam, eine Wolfhang GA420. Die Kamera soll in der Lage sein, 4K 60 FPS aufzunehmen. Ich habe einige Reviews schon angeguckt und es lohnt sich nicht, diese Einstellung zu machen, weil die Frames werden gedoubled. Deswegen nehme ich jetzt erstmal in 2,7K auf, um mir die Qualität anzugucken. 2,7K sollte die Kamera machen. Und ich laufe gerade durch den Wald, habe den Bildstabilisator angeschaltet und habe den vorderen Monitor eingeschaltet, damit ich mich auch selber sehen kann. Freihand sozusagen mit einem ganz, ganz kurzen Stativ, so ein Klappstativ für 2-3 Euro. Einfach mal hier so ein Probelauf. Der Ton kommt übrigens gerade von einem externen Mikrofon. Die Kamera ist nämlich ohne zusätzlichen Gehäuse für ein paar Meter wasserdicht. Dementsprechend ist das Mikro, das eingebaute Mikro, mit einer Gummimembran versehen und dementsprechend der Ton sehr dumpf. Wenn man dann tatsächlich Tonaufnahmen machen möchte, so wie ich jetzt gerade mit dem Gequatsche, dann muss man ein externes Mikrofon anschließen. Ansonsten klingt es sehr schlecht. Sie macht für diesen Preis, für ca. 130 bis 140 Euro, je nach Angebot, je nach Anbieter, macht sie einen verdammt guten Eindruck. Sie könnte zwar theoretisch für 4K mit 60 FPS aufnehmen, aber da sind die Frames gedoubled. Das sieht nicht schön aus. Bei 4K mit 30 FPS ist das Bild für den Preis völlig in Ordnung. Es ist ein bisschen interpoliert. Ich weiß nicht genau aus welcher Größenordnung, vielleicht aus 2,7K oder so. Aber ist in Ordnung für den Preis. Die Kamera ist für sich ohne Schutzgehäuse völlig wasserdicht. Bis zu etwa 8 Meter. Dabei sollte man bedenken, diese Angabe 8 Meter bezieht sich auf den Druck, der außen herum herrscht in einer Tiefe von 8 Meter. Man sollte nicht versuchen, mit der Kamera ins Wasser zu springen, volle Wucht aufzuschlagen, weil der Aufschlag auf der Wasseroberfläche ist mehr. Man sollte sie dann langsam eintauchen. So, das ist jetzt 1080p, 30 FPS ohne Bildstabilisator. Sollte ein bisschen anders aussehen. Ich glaube, die Bildqualität ist dann ein kleines bisschen besser, nur halt viel ruckeliger. Und wenn man dann die Kamera hinstellt, auf ein Stativ packt und den Bildstabilisator weglässt, so wie jetzt, sollte die Qualität sogar ziemlich gut sein. So, die Aufnahme ist jetzt ohne Bildstabilisator mit 4K 30 FPS und externem Mikrofon. Ich denke mal, die Bildqualität kann sich sehen lassen von dieser kleinen Kamera. Ich wackel hier natürlich ein bisschen mit dem Arm, aber ohne Bildstabilisator ist das Bild, denke ich mal, ziemlich gut. Und wenn ich dann so ein Labervideo mache vor einer Wildkamera, sollte das ja eigentlich eine ziemlich gute Einstellung sein, glaube ich. So. Ich zeige euch jetzt mal ein paar Fotos von der Wolfhang 420G, weil ich filme ja gerade mit der und kann sie euch ja nicht so zeigen. Und deswegen nehme ich jetzt ein paar Bilder auf mit meinem Telefon, damit ihr die Kamera überhaupt auch mal sehen könnt. So, das ist das gute Stück. Die Wolfhang, die Wolfhang GA420. Das externe Mikrofon, was hier angeschlossen ist, das wird mitgeliefert, das ist dabei. Und hier an meiner Jacke befestigt habe, das ist dabei, das wird mitgeliefert. Der Puschel oben drauf, der wird nicht mitgeliefert. Die Wolfhang GA420, die gibt es auch noch als 400. Und ältere Typen, bei der 400 soll, glaube ich, überhaupt kein großer Unterschied sein, nur dass das Zubehör fehlt, wie zum Beispiel das externe Mikrofon.
aber das Interne, das klingt eh nicht gut. Dieser Griff hier ist nicht dabei, aber es sind ein paar GoPro-typische Teile dabei, ein Unterwassergehäuse mit 40 Meter Tauchtiefe und ein paar Halterungen für Lenker, ein Gurt ist mit bei und ein paar andere Spielereien und es sind zwei Akkus mit bei. Speicherkarte ist nicht mit bei dem Preis, eigentlich klar, aber Speicherkarte, wenn ihr euch für sowas interessiert, dann habt ihr bestimmt auch eine Speicherkarte noch zur Verfügung. Um den Monitor umzuschalten, drückt man lange auf M, dann wird er umgeschaltet. Das wusste ich am Anfang nicht. Habe ich eine Weile gesucht in den Einstellungen. Ist ein Touchscreen und wenn man den Bildstabilisator ein- oder ausschalten möchte, muss man vorher eine andere Einstellung deaktivieren im Menü. Habe ich auch eine Weile suchen müssen. Und zwar ist es die Einstellung Bildverzerrung oder Verzerrung Korrektur, heißt es glaube ich, ausschalten. Erst dann kann man den Bildstabilisator auch einschalten. Bildstabilisator ist angeschaltet, 4K 30 FPS. Ich stehe jetzt mitten in der Sonne, da sollte die Kamera wirklich keine Probleme haben. Das ist dann wohl eher, wenn es dunkel wird. Oder, warte mal, Mikro, hängt komisch. Oder so Licht und Schatten sich ständig wechseln. Ich glaube, das sieht dann anders aus. Ich wollte mit der Wolfgang GA420 noch eine Aufnahme machen mit dem internen Mikrofon, um das euch mal zu zeigen, hören lassen, wie das klingt. Es klingt sehr dumpf, aber für diese kleine Kamera hier, die ich ja gerade in der Hand habe, bei einem Preis von 130 Euro, ist es absolut in Ordnung, weil die ist ja auch vollständig wasserdicht. Das soll es von mir gewesen sein, die Wolfgang GA420. Coole kleine Kamera. Ich werde die behalten, ich werde damit ein paar Aufnahmen machen. Mal gucken, was ich so mache und wie ich die einsetze. Und meine Videos kommen immer freitags um 12. Wenn ihr abonnieren drückt, verpasst ihr die nicht. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao. Euer Vari. Verzögerung. Wo ist meine Kamera? Da? War doch hier irgendwo. Mit dem internen Mikrofon. Ich weiß gar nicht, wo das jetzt hier ist. Vielleicht halte ich das ja zu. Selbst autark, da wollen die Viecher immer noch ran.